Versicherungen verdienen Geld mit den Angst der Leute. Die Münchner Rück ist eine der größten Versicherungen weltweit im Rückversicherungsgeschäft und über die Ergo im Erstversicherungsgeschäft hier in Deutschland. Das Unternehmen ist sehr groß geworden, weil man Risiken versichern möchte. Und ich möchte heute mit unserem Chefredakteur Vincent Uhr mal über eine Alternative sprechen, die noch am Anfang steht und eventuell irgendwann mal auch so groß wird wie die Münchner Rück. Servus Vincent! Spannendes Thema heute. Ich weiß aus vorherigen Videos und auch aus dem Austausch mit dir, dass die Münchner Rück ja bei uns beiden ein Favorit im Depot ist. Wir kassieren beide richtig fette Dividenden. Wir haben beide von dem Aufschwung dieser Aktie in den letzten Jahren profitiert. Und ja, ich glaube, unsere Alternative, die konnte zumindest in den letzten Jahren ziemlich gut mithalten. Vielleicht wird sie ja auch zu unserem neuen Favoriten im Depot. Ja, ich darf so viel verraten. Die hat von der Performance nochmal deutlich besser abgeschnitten als die Münchner Rück. Aber die Münchner Rück hat jetzt auch Rückenwind. Zum einen gibt es ganz viele leider katastrophale Schäden. Dann kann die Versicherung dann demnächst die Policen erhöhen. Und zum anderen verdient man wesentlich mehr Geld mit dem eigenen Portfolio, weil man vereinnahmt ja erstmal die Versicherungsprämien und legt sie dann an, bis es zu einem Schaden kommt. Und dieser Rückenwind wird natürlich auch von dem Unternehmen genutzt, was wir heute intensiv besprechen wollen. Und das ist, Vincent, willst du es verraten? Es ist die Kinsale Capital Group. Die Kinsale Capital Group, das ist ein sogenannter Spezialversicherer. Das heißt, sie sind nochmal etwas spezieller, das ist ja quasi schon der Name her, als das Rückversicherungsgeschäft oder das Direktversicherungsgeschäft. Denn das Spezialversicherungsgeschäft, das konzentriert sich auf Risiken, die die klassischen Versicherungen erstmal nicht so annehmen. Das können zum Beispiel neue Märkte sein. Die Kinsale Capital Group, die wurde zum Beispiel sehr, sehr früh mit dem Marihuana-Markt in Verbindung gebracht. Aber sie gehen auch auf Risiken, die einfach so selten oder so extrem oder so unternehmensspezifisch sind, dass andere Versicherer einfach sagen, damit können wir nichts anfangen, das Risiko können wir nicht kalkulieren. Und ja, das Risiko ist es uns auch nicht wert, es zu versichern, einfach weil wir es nicht kalkulieren können. Und gerade da ist halt eine riesen Nische und ein großer Versicherungsbedarf da, den die Kinsale Capital Group für sich zu nutzen weiß, indem sie einfach frecherweise, würde man fast schon sagen, hohe Prämien verlangen, um auch das größtmögliche, schlechteste Risiko zu versichern. Und da treffen die auch in diesem Markt auf einen großen Investor, und das ist der Warren Buffett. Er nimmt auch Risiken, wenn es sich entsprechend lohnt. Das heißt also, er ist bereit, Risiken zu übernehmen, wenn es sich lohnt, wenn die Prämien hoch genug sind. Und in dem Markt ist sowohl Berkshire unterwegs, als auch eine andere Versicherung, Markel, die wir auch regelmäßig in unserem Dienst beleuchten. Und der Markt an sich ist schon spannend, weil dieser Markt ermöglicht, hohe Eigenkapitalrenditen zu erzeugen, wenn die Analyse stimmt, wenn ich das Risiko richtig eingeschätzt habe und wenn entsprechend die Schäden niedriger ausfallen, als ich die eigentlich versichert habe. Und das war bei Kinsale in der Vergangenheit sehr gut. Und der Marktanteil in diesen Spezialversicherungen ist noch sehr gering. Buffett hatte ich angesprochen, hat aktuell einen Marktanteil von 7%. Markel ungefähr 4%, Kinsale nur 1,1%. Also die sind da noch der absolute Herausforderer. Ganz genau, aber ich glaube, dass sie gerade so gut wachsen, weil sie sich an gewisse Märkte herantrauen, wo vielleicht Warren Buffett sagt, nee, da lass ich lieber die Finger von. Warren Buffett gilt ja auch als sehr speziell, was sein Circle of Competence angeht, und das wird sich auch auf sein Versicherungsgeschäft übertragen. Bei Markel ähnlicher Herausforderer, ähnlicher Ansatz, aber wenn wir uns Kinsale Capital ansehen, dann sehen wir einfach, dass sie wirklich verstehen, was sie da machen. Zum Beispiel liegt die sogenannte Combined Ratio einfach bei 77,7%. Das heißt, dass die ungefähr ein Fünftel oder ein Viertel bis ein Fünftel ihrer Prämien, ja, dass die das behalten können. Also dass der das quasi 77,7% erstmal nur für Schäden aufgewendet werden muss und dass diese restlichen 22,3% einfach erstmal für die Kinsale Capital Group übrig bleiben, womit sie erstmal ja ihren, nennen wir es einfach mal, ihren sehr hohen Gewinn noch definieren können. Und das ist eine Kennzahl, die halt sehr wichtig ist und die zeigt, die Kinsale Capital Group, die sind kein neuer Herausforderer, der einfach versucht, alles billig zu machen oder es falsch zu machen oder auch Risiken zu einem schlechten Preis zu versichern. Nein, sie,
Sie nehmen bewusst schwierige Risiken und kalkulieren sie so gut durch, dass sie unterm Strich immer noch einen guten Verdienst erzielen damit. Das kann man wirklich sagen. Die Combined Ratio der Versicherungsgewinn ist sehr gut, auch über Jahre hinweg. Also, dann kann man jetzt auch ins Jahr 2019 schauen. Da lag es bei 85. 2020 87%. 21 77,6%. Also man hat jedes Jahr Geld verdient. Und Markel, einer der Konkurrenten, liegt nicht so gut. Da war jetzt die Combined Ratio im letzten Jahr bei 93,5%. Also wir verdienen trotzdem Geld damit, aber nicht annähernd so viel. Vielleicht, um da auch mal den Vergleich zu ziehen. Also, wenn wir über einen Direktversicherer wie die Allianz sprechen, die ja eher das langweilige Lebensversicherungs- oder auch das Schadensversicherungsgeschäft haben, die sind schon sehr gut mit einer Schadenkostenquote, die zwischen 92 und 93% tangiert. Also, es gab auch mal Jahre, in denen die deutlich schlechter ausgefallen ist, aber die momentan 92 oder 93%, die sind sehr gut. Aber die Kinsey Capital Group, die ist halt dadurch, dass sie sich einen sehr neuen, jungen Markt ausgesucht haben, der halt sehr speziell ist, können die nochmal deutlich mehr Gewinn aus den Bruttoprämien ziehen. Und das ist halt ein Vorteil. Was natürlich aber auch das Risiko bedingt, dass, wenn sie sich mal verkalkulieren, dass das sehr schnell in die Hose gehen kann und natürlich auch hohe Schwankungen in dieser Combined Ratio oder auch beim Nettoergebnis möglich wären. Vor allem, wenn wir bedenken, dass, dass die Kinsey Capital Group ungefähr ein Prämienvolumen von einer halben Milliarde US-Dollar pro Jahr hat. Also wir sehen hier wirklich noch einen eher kleinen Spezialversicherer, anders als die Münchner Rück, aber das ermöglicht natürlich ein großes Wachstumspotenzial, ja, und auch noch ein großes Renditepotenzial, wenn der Erfolgskurs weitergeht wie in den letzten Jahren. Also man muss ja schon dazu sagen, dass auch es mit Risiken behaftet ist, weil die schon Themen spielen, wo sie jetzt nicht die lange Datenbasis haben und dann kann auch mal so ein Deal schief gehen. Aber die Bilanz sieht eigentlich ganz gut aus. Die Eigenkapitalquote liegt bei 28,6%, also man kann dann auch mal einen schlechten Deal verkraften. Und was auch sehr sehenswert ist, sind die Eigenkapitalrenditen, die im letzten Jahr bei 33% lagen, davor bei 22%. Und das ist sozusagen auch wichtig, dass man als Versicherer auf die Eigenkapitalrendite achtet und die deutlich zweistellig gestaltet. Und das gelingt denen sehr gut. Genau, und vielleicht um das Bild noch ein bisschen zu komplettieren, die Kinsey Capital Group, die schafft es auch in den letzten Jahren eigentlich immer ein zweistelliges prozentuales Wachstum beim Nettoergebnis zu erzielen. Also das heißt, die sind jetzt, wie wir auch schon mehrfach gesagt haben, sehr profitabel, auch unterm Strich und auch unter Abzug aller Kosten. Sie haben zum Beispiel per Ende des zweiten Quartals ihr Nettoergebnis, ihr verbessertes Nettoergebnis sogar, um 27,2% auf 3,97 Dollar die Aktie steigern können. Also wir sehen hier natürlich, weil das Geschäft noch viel kleiner ist, ein deutlich dynamischeres Wachstum als zum Beispiel bei der Münchner Rück. Im Vergleich zur Münchner Rück haben sie auch im Investmentportfolio einen größeren Aktienanteil. Der liegt knapp bei 9%, aber im Vergleich zum Buffett ist das natürlich ein geringer Anteil. Er investiert deutlich mehr in Aktienunternehmen. Aber generell sind sie natürlich auch in Anleihen unterwegs, auch Unternehmensanleihen. Und hier erzeugt man gegenwärtig auch vernünftige Renditen, ohne jetzt in Sachen zu investieren, die ein sehr schlechtes Rating haben. Also über die Hälfte haben ein sehr gutes Rating. Was auch ganz spannend ist der Blick auf die Bewertung. Vincent, hältst du die Bewertung aktuell für attraktiv? Ja, das ist natürlich die andere Seite der Medaille. Also die Kinsey Capital Group, die ist natürlich deutlich teurer. Das Wachstum wird hier eingepreist, wobei auch die Münchner Rück natürlich sehr gut wächst und natürlich auf einem anderen Größenniveau. Aber wenn wir uns Vergleichskennzahlen wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis ansehen, dann sehen wir einfach, dass die Kinsey Capital Group mit einem Wert von circa 40 bewertet wird, vielleicht für das laufende Jahr mit einem Wert von 32. Das heißt, sie ist einfach deutlich teurer als die Münchner Rück, die im Moment auf ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von unter 12 kommt. Da muss natürlich deutlich mehr Wachstum passieren. Es muss deutlich mehr Wachstum geben, damit diese Bewertung langfristig gerechtfertigt ist. Und vielleicht, um auch noch den Bogen zu einem anderen Aspekt der Münchner Rück zu ziehen. Viele Investoren kaufen ja diesen DAX-Rückversicherer für die Dividende. Derzeit sind es knapp über 3,4% Dividendenrendite, die die Münchner Rück zahlt. Die wird man bei der Kinsey Capital Group auch vergeblich suchen. Denn auch wenn es hier kleine Dividendenschritte von 0,15 US-Dollar gibt, im Vorjahr nur 0,14 US-Dollar, liegt die Dividendenrendite gerade mal bei 0,13%. Also wir sehen hier natürlich eine ganz, ganz andere Bewertung als bei klassischen
bekannten heimischen DAX-Versicherern oder auch bei Berkshire Hathaway. Aber das Wachstumspotenzial ist halt das, was diese Aktie, wenn, so interessant macht. Und das ist weiterhin vorhanden. Also ich glaube, Sie können schon, wenn Sie weiter sehr diszipliniert Risiken nehmen, Ihren Gewinn um 18, 15 bis 18% jedes Jahr steigern. Und das ist schon dann ein Wort. Dann wird auch, dann wachsen Sie auch in diese Bewertung rein und dann können Sie auch langfristig outperformen. Sie müssen es nur zeigen. Und das ist ein wirklich wichtiges Stichwort. Also die Kinsey Capital Group, die befindet sich da noch in der Bringschuld. Sie müssen zeigen, dass die Bewertung gerechtfertigt ist und dass sie auch in Zukunft weitere Risiken versichern können und dafür gute Prämien, hohe Prämien und auch profitable Prämien erwirtschaften können. Und das ist halt das Zünglein an der Waage oder das große Risiko, was wir bei der Kinsey Capital Group derzeit sehen. Natürlich ist die Aktie der Münchner Rück deutlich konservativer. Sie ist auch deutlich konservativer bewertet. Aber wer als Investor wirklich diesen Growth-Charme haben will und dieses, ja, diese Vervierfachung oder diese Verfünffachung, die es in den letzten 4 oder 5 Jahren gegeben hat, der sollte natürlich dann eher auf den kleinen dynamischen Herausforderer gucken und nicht bei der Münchner Rück, die ja wirklich mittlerweile ein Rückversicherungsschwergewicht geworden ist. Buffett hatte mal Anteile von der Münchner Rück. Wird er demnächst auch Anteile kaufen von Kinsale? Wir werden es sehen. Wer eine Meinung dazu hat, gerne mal in die Kommentare schreiben. Gefällt euch das Unternehmen? Ist das Unternehmen in einem Bereich unterwegs, der euch gefällt, wo ihr auch unterwegs seid? Würde mich freuen, wenn ihr mal schreibt in den Kommentaren. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns ein Like da und abonniert den Kanal. Und wir freuen uns schon aufs nächste Video, um mal fundamental über das Unternehmen zu sprechen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, um auch zu wissen, was hinter dem Aktienchart steht. Es steht nämlich meistens ein Unternehmen, was Wertschöpfung generiert. Und bei Kinsale liegt die Wertschöpfung eindeutig in der Bepreisung von Risiken, die kaum jemand möchte. Das ist ein gutes Schlusswort. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Servus.